Unser Körper ist auf eine ausgewogene Zufuhr von Nährstoffen angewiesen, um optimal funktionieren zu können. Besonders bei Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto spielt die richtige Nährstoffzufuhr eine entscheidende Rolle. Dabei sind es oft die unterschätzten Nährstoffe wie zum Beispiel Vitamin A und Kupfer, die einen großen Unterschied machen können. Im heutigen Interviewausschnitt gibt uns Gesundheitscoach Anja Hecht einen Einblick in ihre Arbeit und ihr Wissen über diese wichtigen, aber oft übersehenen Nährstoffe. Wenn du neugierig auf die neuesten Erkenntnisse im Bereich Gesundheit und Medizin bist und wissen möchtest, wie du deinen Körper auf natürliche Weise stärken kannst, dann bist du hier genau richtig. Abonniere unseren Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und unsere wöchentlichen Beiträge nicht zu verpassen. Und jetzt lehn dich zurück und lass dich von unserem Gespräch mit Anja Hecht inspirieren. Ja, Hashimoto ist die Entzündung der Schilddrüse, wobei die Schilddrüsenentzündung jetzt gar nicht primär das ist, sondern dass das Immunsystem einfach nicht richtig funktioniert. Das Immunsystem ist fehlgeleitet, die Immunantwort funktioniert nicht richtig und das führt dann im Umkehrschluss dazu, dass sich die Schilddrüse entzündet. Hashimoto kann es, glaube ich, in ganz, ganz vielen verschiedenen Ausprägungen geben. Also ich habe schon so viele verschiedene Ausprägungen davon erlebt. Mit Antikörper, ohne Antikörper, vergrößerte Schilddrüse, verkleinerte Schilddrüse, normal große Schilddrüse. Es gibt es in so vielen verschiedenen Variationen, was es, glaube ich, oft auch schwer macht, zu sagen, ist es jetzt wirklich Hashimoto oder ist es nicht Hashimoto? Gerade für die Betroffenen ist das sehr, sehr schwierig, weil wenn sie zum einen Arzt gehen, der sagt, ja, du hast Hashimoto, und der nächste sagt, nein, du hast kein Hashimoto. Genau, es gibt ganz viele verschiedene Ausprägungen. Ich persönlich würde sagen, über die Schilddrüsengröße kann man sehr gut feststellen, ob es Hashimoto ist, weil wenn die signifikant verkleinert ist, dann ist vorher irgendwas gewesen, warum sie verkleinert ist. Beziehungsweise Ultraschall ist natürlich auch immer eine gute Möglichkeit zu gucken, wie ist das Gewebe der Schilddrüse oder über die Antikörper. Wobei die Antikörper halt nicht immer erhöht sein müssen. Es gibt auch seronegatives Hashimoto ohne Antikörper. Da ist dann aber meistens die Schilddrüse verkleinert oder das Gewebe ist halt in irgendeiner Art und Weise verändert. Also, du meinst, wenn die Schilddrüse verkleinert ist und man im Ultraschall sieht, dass das Gewebe angegriffen ist, ist das schon ein sehr starkes Indiz, weil dann einfach die Antikörper schon so viel Schaden angerichtet haben. Okay. Genau. Ja, und es soll ja heute dann auch um Nährstoffe gehen. Also können Nährstoffmängel tatsächlich Hashimoto verursachen oder da irgendwie eine Rolle spielen? Also verursachen würde ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber sie spielen definitiv eine Rolle. Das stimmt. Ja. Also Nährstoffmängel sorgen einfach dafür, dass wir mehr oxidativen Stress haben, dass wir eine höhere Stressempfindlichkeit haben, was dann ja wiederum auch eine Rolle spielt beim Hashimoto, weil man wird immer weniger stressempfindlich. Dann ist natürlich eine ganz große Variation bei Nährstoffen sind die ganzen Aminosäuren. Dadurch, dass bei Hashimoto häufig die Leber geschwächt ist, können Proteine nicht optimal in Aminosäuren umgewandelt werden. Und meine Erfahrung ist, die letzten 4 Jahre, dass die meisten mit Hashimoto einen starken Aminosäuremangel haben. Das bedeutet zum Beispiel, L-Glutamin fehlt und dadurch kann der Darm dann natürlich auch nicht ausheilen oder wird halt nicht gesund oder L-Tryptophan fehlt und dann kommen Depressionen zustande. Also wenn ich mir das so die 4 Jahre rückblickend angucke, ist das sehr, sehr häufig tatsächlich ein Problem, dass zum Beispiel Aminosäuren fehlen. Also Nährstoffe haben einen ganz großen Einfluss darauf, wie du dich mit Hashimoto fühlst, würde ich sagen. Du kannst es ja relativ ohne Symptome haben, und du kannst es mit relativ vielen Symptomen haben. Und da haben Nährstoffe natürlich schon eine ganz, ganz große Auswirkung darauf. Hi und danke, dass du bis hierher dran geblieben bist. Wir von Medumio legen großen Wert darauf, so vielen Menschen wie möglich unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen können. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo und ein Like da. Wir würden uns riesig darüber freuen. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Okay, aber du meinst, der Körper kann dann einfach ja, Protein nicht richtig verarbeiten, weil wir essen ja Protein sozusagen als Ganzes und die Leber baut es dann in Aminosäuren ab und das funktioniert dann nicht richtig. Ja? Okay. Genau, also das ist eine Komponente. Die andere Komponente ist eben bei Hashimoto, dass wir häufig zu wenig Magensäure haben und auch zu wenig Bauchspeicheldrüsenenzyme. Die sind ja auch primär wichtig, damit wir überhaupt Eiweiße aufspalten können oder Fette aufspalten können. Funktioniert die Bauchspeicheldrüse nicht gut, haben wir im Umkehrschluss über längere Zeit definitiv einen Mangel an Fettsäuren.
beziehungsweise ein Mangel an Aminosäuren. Also es spielt halt schon eine relativ große Rolle, weil Fettsäuremangel, habe ich ganz oft erlebt, sehr häufig mit Depressionen, Stimmungsschwankungen einhergeht. Aminosäuremangel ist eigentlich die ganze Bandbreite von Muskelschwächen, Darm kann nicht richtig arbeiten, die Stimmung ist schlecht. Und es wirkt sich dann auf alle Bereiche im Grunde aus. Ja, klar, weil Protein ist ja so essentiell. Ja. Und mit Fettmangel meintest du dann Omega-3-Mangel, oder? Genau. Es ist hauptsächlich dann halt der Omega-3-Fettsäuremangel, beziehungsweise du kriegst halt Beschwerden, weil du Fette einfach gar nicht gut verarbeiten kannst. Das bedeutet, selbst wenn du den Tipp bekommst, isst doch mehr Fette, das ist gut für die Schilddrüse, wirst du mit einer schwachen Bauchspeicheldrüse da gar nicht hinkommen, weil du halt ständig Magenschmerzen oder Rückenschmerzen oder solche Sachen hast. Und du kannst deine Fettsäuren dann gar nicht gut aufbauen. Da spielen natürlich dann die Nährstoffmängel, also Omega-3-Fettsäuren, eine ganz große Rolle. Und was kannst du dann tun, damit Omega-3 dann zum Beispiel besser aufgenommen wird? Weil dann würde ja selbst eine Supplementation mit Omega-3 wahrscheinlich nicht viel bringen, ne? Genau. Also mein großer Tipp ist, ich erlebe das immer wieder, dass die Leute einfach ganz viele Sachen einnehmen. Also manche kommen mit Listen mit 20, 30 Nahrungsergänzungsmitteln und sagen, okay, aber ich fühle mich nicht besser. Und wenn wir uns dann angucken, okay, wie ist denn dein körperlicher Zustand, arbeitet der Magen überhaupt richtig, arbeitet die Bauchspeicheldrüse richtig, arbeitet deine Leber richtig, Darm richtig, dann stellt sich ganz oft heraus, okay, das arbeitet gar nicht richtig. Das bedeutet, dass du mit normalen Sachen erstmal gar nicht wirklich weit kommst. Du kannst ganz viel einnehmen, aber du wirst wahrscheinlich nur einen Bruchteil davon dann letztendlich in der Zelle haben. So, dass ich empfehle, auch zu prüfen, okay, welche Darreichungsform bietet sich denn an? Und ich würde jemanden, der ganz starke Nährstoffmängel hat, jetzt nicht unbedingt Kapseln empfehlen, sondern liposomale Form, kolloidale Form. Also eine andere. Über die Haut. Genau. Also kolloidale sind im Grunde genommen Nährstoffe, die Partikel, die im Wasser gelöst sind, im Grunde genommen. Das heißt, du kannst es über die Haut aufnehmen. Und liposomale wird über die Schleimhäute aufgenommen. Ja? Also ist beides also in flüssiger Form und du hast eine viel größere Wahrscheinlichkeit, dass du die Sachen überhaupt aufnimmst. Und das ist gerade im Anfangsstadium, wenn du beginnst, ganz, ganz wichtig. Okay. Und Omega-3, in welcher Form würdest du das? Ich persönlich, ich weiß, da sind viele gar kein Fan von, würde das tatsächlich in Lebertranform empfehlen. Weil das eine gute Aufnahmeform ist und wir kommen ja später auch nochmal dazu, weil es eben da auch noch andere wichtige Nährstoffe enthält, die einfach wichtig sind im Prozess von Hashimoto. Okay, ja, Lebertran ist nicht so jedermanns Sache vom Geschmack her, das stimmt. Ja, habe ich, glaube ich, auch schon mal probiert. Ne? Ja, und du hattest es gerade schon mal angedeutet, das heißt, umgekehrt kann man dann auch durch Nährstofftherapie zumindest die so das Befinden, also die Symptome verbessern? Kannst du da mal eingehen, welche wichtig sind und oder also mit welchen du gute Erfahrungen gemacht hast? Also grundsätzlich würde ich mit einer Nährstofftherapie anfangen, wenn jemand halt wirklich schwach ist, wenn der starke Verdauungsprobleme hat und solche Sachen. Starke Müdigkeit, Erschöpfung, Muskelschwäche, Fibromyalgie, weil den Leuten ist es einfach nicht möglich, dass man ihnen sagt, ja, ernähr dich gesund, das wird schon passen. Die haben keine Chance, damit aufzufüllen. Das bedeutet, du musst erstmal eine Grundlage schaffen, damit die auch Antrieb haben, damit die sich besser fühlen und überhaupt etwas verändern können in ihrem Leben. Weil meistens ist der Zustand davor nicht so, dass man jetzt wirklich sagen kann, okay, ich stelle jetzt mein ganzes Leben um und meine ganze Ernährung, weil der Antrieb einfach gar nicht da ist. Ich empfehle als Einstieg, sind für mich persönlich am wichtigsten Vitamin A und Kupfer. Weil diese beiden bilden die Grundlage für alle anderen Vitamine. Ganz, ganz viele Vitamine nehmen wir zwar auf über die Kapseln, aber die kommen zum Beispiel gar nicht in der Zelle an. Also bei Eisen ist so ein ganz typisches Beispiel. Ja, die Leute nehmen Eisenkapseln, Eisenkapseln, Eisenkapseln und der Wert geht einfach nicht hoch. Und das liegt daran, dass Vitamin A und Kupfer bilden quasi den Schlüssel, um das überhaupt in die Zelle reinzubringen. Und ich habe die ganzen letzten 4 Jahre halt häufig erlebt, dass genau in diesen Bereichen ein Mangel ist. Ja, dass genau in diesen Bereichen haben die Leute Mängel und wundern sich, warum bekomme ich das Eisen nicht hoch, warum bekomme ich das Vitamin D nicht hoch und solche Sachen. Und es liegt primär daran, dass Vitamin A und Kupfer fehlt. Deswegen würde ich erstmal jedem empfehlen, diese beiden Sachen erstmal aufzufüllen, bevor du überhaupt irgendwas anderes auffüllst, weil die Schlüsselfaktoren bilden. Okay. Und guckst du denn vorher, ob da Mangel vorliegt oder ist das etwas, was man auch... Okay, also...
Also es gibt so grundsätzlich, es gibt Vitamine, die kannst du einnehmen. Da passiert erstmal so grundsätzlich nicht so viel wie bei Zink, Vitamin C, Vitamin D. Das kannst du in einer kleinen Dosis ohne Probleme einnehmen, Omega-3 auch. Aber es gibt halt auch Vitamine, wo man wirklich vorher prüfen sollte, weil man die auch überdosieren kann. Das ist zum Beispiel, Selen ist da so ein tolles Beispiel, wird ja von eigentlich fast jedem Arzt empfohlen. Es ist so ziemlich das Einzige, wo die Ärzte sagen, ja, Selen nimm mal, passt. Das, was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass man Selen auch tatsächlich überdosieren kann. Das ist ein ganz, ganz großes Problem bei Schilddrüsenerkrankten, weil wenn du einen zu hohen Selenwert hast, dann erhöht sich dein Diabetesrisiko. Es gibt ganz viele Studien, also wer sich da mal belesen möchte, belest euch gerne. Also es ist auch wirklich in Studien dargelegt, dass ein zu hoher Selenwert unser Diabetesrisiko erhöht. Und das ist die häufigste Begleiterkrankung von Hashimoto. Hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Interviewausschnitts. Du bist neugierig und möchtest mehr über Nährstoffe oder Hashimoto erfahren? Dann erkunde doch unseren Kanal, denn dort erwarten dich zahlreiche informative und inspirierende Videos. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Deine Meinung zählt. Teile uns deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren hier unten und beteilige dich an Diskussionen mit unserer Community. Wir danken dir für deine Zeit und dein Interesse und bis zum nächsten Mal.